Servus, Benat. Wir sind jetzt in Aragon beim Testen und nachdem die letzten zwei Rennen leider gestürzt bin, haben wir gedacht, das ist vielleicht keine schlechte Idee, dass wir jetzt mal testen gehen. Und Le Mans, Mugello, bin ich leider gestürzt, war immer in einer guten Position. Und Mugello haben wir ums Podium eigentlich kämpfen können. Und ja, jetzt sind wir hier in Aragon beim Testen. Ja, die letzten zwei Rennen bin ich immer übers Fahrrad gestürzt. Also habe ich irgendwie das Vertrauen irgendwann mal verloren fürs Vorderrad und wir haben uns irgendwie immer im Kreis gedreht und mit der Abstimmung. Und das war eigentlich das. Aufs Vorderrad haben wir eigentlich einen Fokus gelegt jetzt beim Testen und haben einige Dinge probiert und haben auch was gefunden, muss ich sagen. Also, die Bedingungen waren auch optimal, es war wirklich sehr, sehr heiß. Heute haben wir 37 Grad gehabt, 50 Grad Asphalttemperatur, also war wirklich gut zum Testen und wir haben eine super Rennsimulation machen können und sind jetzt gut vorbereitet für den nächsten Grand Prix. Ja, jetzt nach dem Test eben kommt Barcelona und mein Heimrennen in Spanien sozusagen. Und ich warte eigentlich, dass wir so anfangen oder so ins Wochenende starten wie sonst da immer, dass wir vorne mit dabei sind. Die Rennwochenende, die letzten zwei in Le Mans und Mugello waren eigentlich soweit nicht schlecht, bis auf die Stürze. Und das ist einfach das Ziel, dass wir im Rennen nicht stürzen und trotzdem vorne mitfahren. Und ich glaube, dass wir da jetzt was gefunden haben beim Testen in Aragon. Freue mich schon auf Barcelona und freue mich auf alle Fälle drauf, dass wir testen können, wie es dann in Barcelona läuft. Aber ich bin guter Dinge und bin zuversichtlich, dass wir diesmal nicht stürzen. Wir waren nach Mugello, nach dem Rennwochenende, waren wir nur zwei Tage in Italien beim Motocross fahren und dann ist es gleich weitergegangen für mich. Bin nach Spanien geflogen und jetzt auch noch mal zwei Tage getestet. Also, merke schon, dass ich jetzt ziemlich viele Kilometer abgespult habe auf meinen Bikes und freue mich jetzt auf das Wochenende daheim, fliege jetzt nach Hause und relax ein bisschen und schaue, dass ich dann fit nach mit voller Energie fit nach Barcelona komme.